Was für ein seltsamer Tag das war. Aber ein guter. Ich hatte sicher schlimmere. Ich auch. Du bist ein bemerkenswerter Mann geworden. Doch ich erkenne die Bürde auf deinen Schultern. Dich zu finden hat sie mir leichter gemacht, glaube ich. Ich bin froh. Doch wieso führen uns die Götter jetzt zusammen? Vielleicht dachten sie, es wäre an der Zeit, dass unsere Familie wieder vereint wird. Wenn wir eine Familie sein wollen, müssen wir Cassandra finden und sie vor dem Kult retten. Sie sind der Ursprung all unserer Qualen. Und sie werden noch viel mehr Schmerz verursachen, wenn wir untätig bleiben. Ich ließ dieses Leben hinter mir, als ich Sparta verließ. Meine Sorge gilt jetzt allein Naxos. Lass mich dir helfen. Wir verteidigen Naxos und jagen dann den Kult gemeinsam. Myrine, das Symposium beginnt in Kürze. Bei den Göttern. Es tut mir leid, Liebes. Ich vergaß. Sattle die Pferde. Ich bin bald zurück. Das Symposium? Ich muss den Menschen zeigen, wie stark ihre Anführerin ist. Manchmal müssen wir der Welt ein Gesicht der Stärke zeigen, selbst wenn unter der Maske das Chaos tobt. Ich helfe dir gegen den Kult, doch bevor ich Naxos verlassen kann, muss ich wissen, dass es ohne mich überlebt. Kann ich helfen? Paros muss erledigt werden. Wir müssen ihre Position schwächen. Sind sie verwundbar, treffen sie leichtsinnige Entscheidungen und wir schlagen zu. Und wie lautet dein Plan? Wir müssen Paros Flotte zum Gefecht zwingen und sie zerstören. Doch mein Flottenführer Aeneas wird vermisst. Er ist zu Friedensgesprächen nach Paros gesegelt und sein Schiff kam nie zurück. Keine Sorge. Ich finde ihn. Falls nötig, findest du mich beim Symposion. Aber sei weniger bedrohlich, wenn du mich dort besuchst. Typisch Mutter. Beim Friedensgespräche. So, Untergang. Plündere den Stadtstaat, bla bla bla. Den Krieg im Krieg Vorteile bringen. Das Steinbruch-Dilemma. Tod und Chaos. Sprich bei dem Fest mit Myrene. Achso, mit denen seid ihr im Gefecht mit Paros. Nordöstlich. An Paros soll der anliegen. Ne, für 10 Damage gehe ich da nicht hoch. Die Augenklappe will ich auch nicht kaputt machen. Das war so eine schöne Quest. Man reist durch ganz Griechenland und man bekommt nur 7500 EP, wenn man seine Mutter gefunden hat. Ist übrigens so, weil du ja in den Zwischenquests auch EP kriegst. Mein Inventar nicht unendlich. Also muss ich auf zu meinem Schiff, ne? Oh, ich darf keine Schnellreise, weil ich in ihrem Haus bin, oder? Oder weil ich zu nah bin. Ist doch egal, dann laufen wir eben.
Captain ist wieder da. Aufhör mit dem langen Wein. Wird Zeit, Gas zu geben und abzuhauen. Und? Was ist auf Naxos passiert? Hast du deine Mutter gefunden? Das habe ich, Barnabas. Wunderbar! Dann können wir uns jetzt zurücklehnen und entspannen. Aber es gibt ein... Wir wissen das nicht. Ach, da ist das Wrack. Du kannst sogar von dem Strand aus hier sehen, wo der kaputt gegangen ist. Und dann wird der vermisst, ey. So ein Blödsinn. Dann segeln wir da jetzt als nächstes hin. Schön, dass du mitkommst. Vorwärts! Alle Fahrt! Bereit machen zum Festmachen. Piep, piep. Dockt an mit der Donnerglocke. Oh, ich muss schon wieder niesen. Oh. Entschuldigung. Da liegt schon mal eine Leiche. Danke sehr. Und da ist ein Verwundeter. Sonst hat niemand überlebt? Es gibt noch Gefangene. Ich war zu schwer verletzt, um nach Paros zurückzukehren. Was ist passiert? Wir kamen zu Friedensgesprächen. Es war ein Hinterhalt. Und der Flottenführer, Ineas? Gefangen. Wenn er auf Paros ist, wo wäre er genau? Sie sprachen davon, ihn oben auf dem Steinbruch anzuketten, damit ihm die Sonne die Starrköpfigkeit austreibt. Warum töten sie ihn nicht? Sie benutzen ihn als Druckmittel. Sie wissen, dass er für nichts wichtig ist. Ich kläre das. Lass sie büßen. Gut, dass du so lange überlebt hast. Übrigens, wenn ich schwer verletzt bin, ich würde vielleicht erstmal den Helm abziehen. Also der Steinbruch könnte da oben sein. Ja. Ich mag Eber einfach nicht. Oder? Der ist das. Na, wir werden es ja sehen. Sobald ich in der Nähe des Ziels bin, kann ich ja mit dem Adler die Lage abchecken. Obwohl steht der irgendwo in der Mitte. Und das ist der befestigte Marmorsteinbruch. Nein, wir werden keine Wildschweine jagen gehen. Lieber Shit. Sind ja kaum Gegner. Was denn erst? Sieht nicht gut aus. Ich glaube, ich warte erstmal, bis Nacht ist.
Vorsicht. Niemand darf mich sehen. Schöner weißer parischer Mann. Mir fehlt das spartanische Rot. Alter, jetzt macht er auch noch coole Sprüche oder was? Der da unten gefällt mir nicht, wie er da rumläuft. Geil, kommt eine neue Wache. Da, wo ich gerade den Typen runtergeschmissen habe von der Seite. Und der hebt die Fackel dann auf. Klingt auch so, ach, oh, Brandgefahr. Da war wieder jemand nicht bei der Feuerübung. Da hebe ich die Fackel lieber erstmal auf. Von oben kommt eine Wache runter. Ah, nee. Wenn ich den hier runterkicken würde, dann kriege ich ja ein Riesenproblem mit den Leuten unten. Ruhig. Hey, hört mich keiner! Shitte. Okay, hat ja doch irgendwie geklappt. Ich will hier raus! Psst, ruhig. Gibt Leute, die wollen schlafen. Du bist ein zäher Hund, mein Freund. Ich wusste, sie würde mich nicht aufgeben. Schnell, verschwinden wir! Naja, verschwinden will ich noch nicht. Obwohl, ich weiß nicht. Bin weg, komm! Dito Tuton! Ich bin frei! Kein Dank wäre genug. Glaubst du, du schaffst es mir zu folgen? Während ich hier so ein bisschen aufräume? Aber trigger den Feind bitte nicht. Schilde hoch!
schießen. Er hat anscheinend Standard-Bootsmann-Sprüche. Die Schilde hoch! Die Schilde hoch! Er weiß nicht mehr, wo er ist. Er war zu lange in Gefangenschaft. Ach so. Das sind die Krüge daneben und weg damit. Ich weiß nicht, ob denen das gefällt. Mehrfacher Kinderschänder befreit. Im Steinbruch. Das war keiner von uns. Wird geschossen. Weil wer soll eigentlich hier wissen, ob hier nicht Leute eingesperrt sind, die es verdient haben? Nur weil die hier am Meckern sind und sagen, bitte lass mich raus, bin hier gefangen. Ja, vielleicht aus gutem Grund. Das ist der Staatsschatz. Boah, es war schon die Untergangsquest. Und auf den Aussichtspunkt ist schon wieder jemand Neues gegangen. Man muss doch mal auffallen, dass das nichts bringt. Okay, du bist einer der Gefangenen. Schönen guten Abend, Notti im Chat. Ah, da haben wir die zweite Nahkampf-Skillung. Unten rechts. Gibt nur einen Schatz zum Plündern und einen Befehlshaber. Befehlshaber kommt. Duck dich. In Deckung! So, mach jetzt nicht zu viel Krach. Ich mach schon genug Krach. Shit, da kommt schon der Nächste. Verdammt. Das wird Myrine nicht gefallen. Oh, jetzt ist er gestorben wegen der Kacke hier, ey.
Oh nee, das ist das erste Mal, dass ich questtechnisch sagen werde, nee. Das nehme ich so nicht an. Das nehme ich nicht an. Vor allem, weil da plötzlich wieder einer steht, einfach. Die spawnen doch im Doppelpack billiger. Ohne Kack, die kommt aus irgendwelchen Türen rausgelaufen, wo keine Gegner mehr sein dürften. Heute nicht, du Wurm. Verschwinde von hier. Ich lasse mich lieber nicht sehen. Immer den Schnelldurchlauf. Weil Schnelldurchläufe immer am besten funktionieren. Nein, Schnelldurchlauf ist immer das Schlimmste, was man machen kann. Ich werde dir ewig dankbar sein. Und das zu Recht. Ich hole ihn jetzt noch nicht raus. Das mache ich gleich. Schöner weißer parischer Marmor. Mir fehlt das spartanische Rot. Ja! Ja! Schönen guten Abend, Katgur. Irgendeine Spur? Nein. Einfach weg. Das gefällt mir ganz und gar nicht. Stellt sich auf die Leiche und nichts passiert. Zu seinem schnellen Tod. Komm, komm, komm. Danke. Dolchen vier Teilen. So, Untergang abgeschlossen.
12.500 EP. Das ist mehr EP, als ich für meine Mutter bekommen habe. Als ob ich die verkauft hätte. Aber nein, habe ich nicht. Ich würde meine Mutter nicht für EP verkaufen. Wie viel wärst du bereit zu bezahlen? Anscheinend hat mich zwischendurch mal jemand gesehen, weil ich Kopfgeld habe von 311. Oh nein. Na, Gott sei Dank. Noch einen Schatz zu plündern. Und wo soll der sein? Da ist schon ein ganz anderes Gebäude. Ich will jetzt nicht wegen einer fehlenden Truhe das Ding hier nicht abgeschlossen haben. Da ist die letzte Truhe. Naja. Das ist schon ziemlich zentral. Kein Kettenangriff, hau einfach ab. Ist noch kein Alarm. Was geht da drüben vor sich? Nichts. Ich bin da für dich. Wo kommt der denn gerade her? Oh, da kommt jetzt einer vom Turm runter. Geht weg. Danke, weil jetzt kann ich gehen. Natürlich seid ihr in der Überzahl, das ist euer Lager. Lauf doch nicht so schnell. Doch. Ich meine, ein laufender Baum.
So viel dazu. Und jetzt holen wir uns den Typen, indem wir von hinten einfach darüber gehen. Hast du nicht jemanden vergessen? Fragezeichen? Nein, ich gehe ja zurück. Aber ich muss jetzt erstmal fliehen. Jetzt laufen die eh alle in die falsche Richtung. Und ich kann hier einfach über den wundervollen Marmorberg rüber. Und unseren Gefangenen holen. Da ist ja gar nicht drauf geachtet, wie viel EP ich bekommen habe für die Festung. Für das Quest habe ich 12.000 bekommen. Muss nur kurz die Wachen wegräumen. Ich wusste, sie würde mich nicht aufgeben. Ja, und jetzt kommen Kletter. Verrückter gelber Punkt. Lass mich raten, gelber Punkt. Du kannst nicht klettern. Ja, es ist ein Viereck. Und abgestürzt. Und dieses Spiel macht mich im Moment wahnsinnig. Es macht mich einfach wahnsinnig.